Heute ist unser Spendensonntag und ich möchte kurz noch hier zwei, drei Dinge erwähnen. Ihr habt gesehen, wir haben diese Karten aufgelegt auf die Stühle und wie wir das jedes Jahr machen, das ist eine Abreißkarte, also die kann man hier so einfach abreißen, also man muss natürlich schon was ausfüllen, wenn man sie abreißen will. Und so wollen wir heute unsere Verpflichtung, anhand von einer Verpflichtungskarte, wollen wir heute das einfach in die Opferkörbe legen. Einmal im Jahr machen wir diesen Spendentag und zwar einfach aus diesem Grund, weil es gilt der Amortisation von diesem Gebäude. Und dieser Tag bringt uns eigentlich so mehr oder weniger eigentlich diese Amortisation rein. Also das spült uns dann wirklich an den Finanzen die Amortisation rein. Die ist 150.000 Franken in diesem Jahr. Das ist nur die Amortisation vom Gebäude. Das ist das, was wir der Bank schulden. Okay? Aber wir glauben, Schulden werden getilgt. Amen. Preis dem Herrn. Denn unser Gott ist ein Schuldentilgner. Okay? Und deswegen vereinen wir hier einfach einmal im Jahr unsere Finanzkräfte. Und letztes Mal habe ich etwa 20 Minuten, habe ich genug darüber gesagt, vorbereitet. Und ich möchte heute das, was ich letztes Mal erwähnt habe und angesprochen habe, euch das lösen, was eigentlich Jesus im Lukas 16, Vers 9 anspricht. Und zwar sagt Jesus im Lukas 16, um Vers 9, er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Diese Aussage ist eingebettet ins Gleichnis des ungerechten Verwalters. Es ist hier also eine Aussage Jesu in einem Gleichnis mit drin und der Herr lobt den ungerechten Verwalter. Okay? Er lobt ihn und er sagt, dieser ungerechte Verwalter, das was er gemacht hat, war nicht richtig, aber er hat trotzdem schlau, man kann eigentlich fast sagen, so eine Bäuerenschleue. Er hat schlau eigentlich gehandelt und zwar hat er das gemacht, damit, wenn er seinen Job als Haushalter verliert, er das gemacht hat, damit er nachher Versorgung hat. Und Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und dieser Satz hat mich immer etwas beschäftigt. Wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und ich hatte da nie eine wirkliche Lösung. Was bedeutet das? Was meint Jesus mit den ewigen Hütten? Offenbar redet er von den ewigen Wohnungen, vom Himmel, von dem, was kommen wird. Und ich habe nie richtig verstanden, was meint er dann damit, bis ich auf einen wunderbaren Artikel gestoßen bin von Dr. Arnold Fruchtenbaum. Und den möchte ich euch vorlesen, weil das ist so gut, wo uns einfach hier eine wunderbare, richtige Auslegung gibt von dem, was Jesus hier eigentlich anspricht. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das Wort Mammon, okay, mal, einfach mal das voraus, damit du weißt, was das überhaupt bedeutet. Das ist kein neuer Brotaufstrich, sondern Mammon ist ein gebräuchlicher rabbinischer Begriff, sagt Dr. Fruchtenbaum. Er bezieht sich auf alles, was die Welt an Materiellem anzubieten hat. Also zum Beispiel jede Art von Besitztümern, Einkommen, Gewinn oder einfach alles, was einen materiellen Wert hat. Das ist der Begriff Mammon. Einfach alles, was einen materiellen Wert hat. Und offensichtlich sollen wir nicht feindlich gegenüber dem gemäß Jesus gestimmt sein, sondern in der Art und Weise eben auch freundlich gegenüber dem eingestellt sein. Okay? Dann sagt Jesus weiter. Und was ist jetzt der Punkt, auf den Jesus uns hinweist? Der Punkt ist folgender. Jesus sagt, wir sollen die materiellen Güter dieser Welt dafür einsetzen, um Freunde zu gewinnen. Das sagt er. Wir sollen die Güter dieser Welt einsetzen, um Freunde zu gewinnen. Und warum sollten wir das tun? Jesus gibt uns auch gleich den Grund dafür, damit, wenn ihr Mangel habt, und jetzt, wenn er versagt, sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen. Das ist eigentlich das, was auch das Wort hier bedeutet. Dann, wenn der Mammon versagt, wird eine Zeit kommen, wenn der Mammon versagen wird. Die Antwort ist ja. Okay? Wann versagt der Mammon? Fragt Dr. Fruchtenbaum.
Wann versagt der Mammon? Die materielle Welt versagt für uns in dem Zeitpunkt, wenn wir sterben. Ja, dann nimmst du nichts mehr mit. Das Einzige, was du dann mitnimmst, ist dein Geburtstagsanzug. Wir haben nichts in diese Welt gebracht, hineingebracht, außer unseren Geburtstagsanzug. Das heißt, du wurdest nackt geboren, du wurdest ohne Zara-Kleider geboren. Hast du das auch schon bemerkt? Ohne Gucci-Anzug. Sondern nackt wurden wir geboren, nackt werden wir geboren, nackt gehen wir hin. Wir bringen nichts in die Welt und wir nehmen nichts mit in die neue Welt. Wann versagt der Mammon? In dem Moment, wo wir auschecken. Okay? In dem Moment, wo du den Flug nimmst, Departure, auscheckst, in Gottes ewige Welt, dann nehmen wir nichts mehr mit. Ist ja eigentlich logisch. Hä? Könnten auch wir darauf kommen. Warum braucht es einen Doktor dafür? Nun, Dr. Arnold Fruchtenbaum ist ein großartiger Bibellehrer. Die materielle Welt versagt also in dem Zeitpunkt, wenn wir sterben und in den Himmel auffahren. Dann versagt der Mammon. Dann ist eigentlich das, was er hier sagt mit dem Mangel, wenn ihr Mangel habt, weil das eben eigentlich dieses Wort des Versagens hier ausdrückt. Wir könnten das auch ein wenig paraphrasieren. Also paraphrasieren bedeutet etwas umschreiben und trotzdem den richtigen Sinn behalten. Also Lukas 16, Vers 9 würde dann so klingen. Darum sage ich euch, macht euch jetzt Freunde. Setzt dafür den ungerechten Mammon als Hilfsmittel ein, damit, wenn er dann mal versagt, sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen. Die große Frage ist nun, was dann passiert. Einige der Menschen, denen wir den Weg zum Herrn zeigen konnten, werden uns dann bereits im Himmel in den ewigen Hütten willkommen heißen. Amen. Oder mit anderen Worten, einige der Menschen, die wir für den Herrn gewinnen, indem wir unsere materiellen Mittel hier auf Erden einsetzen, werden uns im Himmel, in den Himmel vorausgehen. Wenn wir dann nachkommen, werden sie uns bei unserer Ankunft willkommen heißen. Siehst du, wir können also auch durch Besitz und Geld Freunde machen. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir Folgendes dadurch erkennen. Auf diese Art, sagt Dr. Fruchtenbaum, können Gläubige die materiellen Reichtümer dieser Welt nutzen, um Freunde für den Herrn zu gewinnen. Wir können unser Geld einsetzen, um Menschen zu gewinnen. Für was? Für das Evangelium. Wem dienen wir? Wer hat die Kontrolle? Ist es Gott oder ist es der Mammon? Weil wenn wir hier weiterlesen würden, würdest du dann über die Stelle stoßen, wo es heißt, ihr könnt nicht beiden dienen. Hast du auch schon gehört. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Deswegen spricht er es hier auch nochmals an. Wir brauchen die materiellen Dinge dieser Welt, um unsere Familien, sagt er, zu versorgen, unsere Rechnungen zu bezahlen und unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber lassen wir uns von den materiellen Gütern bestimmen und unterjochen oder dienen wir dadurch dem Herrn? Nur wenn wir dem Herrn dienen, werden wir die Weisheit haben, unsere materiellen Güter schlau einzusetzen. Er spricht wieder auf das Gleichnis des ungerechten Verwalters an. Denn der war ja schlau. Eine der Aussagen ist, dass die Kinder der Welt schleuer sind als die Bäuerenschleue dieses ungerechten Verwalters. Nur wenn wir dem Herrn dienen, werden wir die Weisheit haben, diese materiellen Güter schlau einzusetzen. Wir werden wissen, sagt er dann Nummer eins, welchen Teil unseres Einkommens wir zur Deckung unseres Bedarfs verwenden. Nummer zwei, welchen Teil wir sparen wollen. Und Nummer drei, welchen Teil wir geben, um das Werk des Herrn zu unterstützen. Wenn wir uns selbst zu Dienern Gottes machen, dann werden wir unseren Mammon, unsere materiellen Dinge, aus seiner Perspektive sehen
und er wird uns zeigen, wie wir sie schlau einsetzen können. Unsere materiellen Besitztümer. Halleluja. Amen. Der Herr hat uns einfach nur zu Verwaltern gesetzt über dieses Gebäude. Und dieses Gebäude dient dazu, Menschen erreichen zu können. Deswegen ist es völlig unorthodox. Deswegen ist es völlig angepasst auf die Welt hin, dass jemand sich bereits schon bei Ankunft in einer guten Atmosphäre wohlfühlen kann. Nicht in einer sakralen Atmosphäre, sondern in einer modernen Atmosphäre, weil es geht nicht um die sakralen Elemente, sondern es geht um die heilige Botschaft, die gepredigt wird. Und das erreicht Menschen. Menschen entscheiden sich aufgrund des Hörens, was sie hören. Nicht, ob es jetzt hier ein Kreuz hat oder kein Kreuz hat. Oder ob es hier schöne Fenster hat oder keine schöne Fenster hat. Das ist nicht der Grund für ihre Entscheidung. Das ist nur ein Hilfsmittel. Und wir haben uns gesagt, wir wollen in der heutigen modernen Zeit Menschen mit einem modernen Gebäude eben erreichen. Und wir sind eigentlich nur Verwalter. Und zwar gemäß der Dispensation, in der wir leben. In welcher Dispensation leben wir? Ihr habt vorher als letztes Video gesehen, die 7 Dispensationen. Das ist die Message-Serie, die ich dann gleich ansprechen werde. Wir kommen heute zur 6. Dispensation, Grace. Auf das habt ihr gewartet. Hä? Na, wann kommt er zu Grace? Ja, wenn wir eben durch die 7 Dispensationen gehen, dann geht es halt 6 Teile, bis wir zur Dispensation oder zum Zeitalter, das ist auch ein anderes Wort dafür, der Gnade kommen. Aber wir sind eigentlich nur Verwalter gemäß der Dispensation, in der wir leben. Und jetzt hören wir gut zu, unter dem Gesetz Mose gaben sie ihre Gaben für den Tempel. Aber das war unter der Dispensation von Mose. Unter Gnade bringen wir unsere Gaben in die Gemeinde, weil wir gemäß der Dispensation, in der wir leben, verwalten. Unter dem Gesetz unterstützen sie das Gesetz Mose. Unter der Gnade unterstützen wir die Botschaft der Gnade. Wir sind einfach nur Verwalter gemäß der Dispensation, in der wir leben. Der Herr hat uns die Verwaltung von diesem Gebäude anvertraut. Wir wollen kluge Verwalter dieses Doms sein. Wir sind nicht geldfeindlich eingestellt, sondern geldfreundlich. Wir reden nicht erst über Geld, wenn wir es bitter nötig haben. Amen. Also es ist nicht so, dass wir durch diesen Spendentag übermorgen die 150.000 auf den Tisch legen müssen. Wir müssen das gestaffelt in 4 Teile über das ganze Jahr verteilt zurückbezahlen. Aber wir sprechen nicht erst am 22. Dezember darüber. Amen. Weil das ist Weisheit. Okay? Das ist Weisheit. Wir haben die Verwaltung. Und wir sollen weise, kluge Verwalter sein. That's it. Hör mir jetzt gut zu. Weil das sollte dir Antworten jetzt für vieles geben. Wir reden nicht erst über Geld, wenn wir es bitter nötig haben, sondern wir sprechen konstant davon, weil wir kluge Verwalter sind und nicht die Törichten. Der Verwalter verwaltet. Der ungerechte Finanzverwalter verwaltete. Jesus preist ihn und sagt, solche Leute sind klüger als oftmals die Kinder des Lichts. Die Kinder des Lichts sind oftmals töricht, wenn sie meinen, man müsse nicht über Geld sprechen oder nachdenken oder dass man Geld nicht ansprechen darf. Wir sind Verwalter gemäß der Dispensation, in der wir leben. Wir verwalten heute Gnade und alles, was dazugehört. Diese Gemeinde, die Grace Family Church, und dieses Gebäude steht für die Botschaft der Gnade im ganzen deutschsprachigen Europa. Du kannst im ganzen deutschsprachigen Europa die Gnadengemeinden an einer Hand abzählen. Und das, was uns der Herr gegeben hat, das, was wir verwalten, ist eben Teil davon, von der Botschaft. Und das steht für den ganzen deutschsprachigen Teil Europas. An Spitzenzeiten haben wir 50.000 Downloads von unseren Predigten pro Monat. Stell dir das mal vor. Wir stehen für die Botschaft der Gnade. Mit dem heutigen Tag verwalten wir, was uns
der Herr anvertraut hat. That's it. Halleluja. Wir kommen heute zu unserer sechsten Dispensation, und zwar das Zeitalter der Gnade. Und ich fasse jeweils kurz zusammen und lese eine kurze Zusammenfassung, was wir letztes Mal angeschaut haben, und dann gehen wir hinein in diese Dispensation der Gnade. Preis dem Herrn. Lass mich hier noch etwas vorausschicken, dass all das, was du hörst, gibt dir und hilft dir, eine gute Übersicht eben auch zu geben, wo wir leben, in welchem Zeitalter wir leben, was wir auch, wenn wir in der Bibel lesen, wie wir es lesen sollten. Okay? Also das heißt, wir lesen das Neue Testament anders als das Alte Testament, weil wir sind in einem anderen Zeitalter. Und wir müssen diese Zeitalter eben betrachten. Deswegen heißt das Dispensation. Und insgesamt sind es eben sieben. Und deswegen hilft uns das auch in unserem Verständnis, wie Gott mit den Menschen umgeht, mit den Menschen umgegangen ist. Zum Beispiel hat auch jedes Zeitalter hat eine eigene Sprache. Verstehst du, im Alten Testament, vor allem unter dem Gesetz Mose, weil dort das Gesetz eben der Grundsatz des Gesetzes war, die Bedingung des Gesetzes, wenn man das Richtige tut, wird man gesegnet. Wenn man das Falsche tut, dann kommt man unter den Fluch. Und deswegen hat das Alte Testament eine eigene Sprache. Deswegen heißt es manchmal, der Herr schlug oder der Herr sandte feurige Schlangen. Das siehst du nicht mehr unter der Dispensation der Gnade. Denn die Dispensation des Gesetzes, jede Dispensation hat seine eigene biblische Sprache. Deswegen sind viele Leute heute verwirrt. Ja, aber warum sehen wir denn diesen strengen Gott im Alten Testament? Und wir sehen Jesus im Neuen Testament, eine ganz andere Seite, aufgrund der verschiedenen Dispensationen, die geherrscht haben, die verschiedenen Haushaltungen, die verschiedenen Zeitalter. Und wisse immer, jede Dispensation hat seine eigene Sprache. Okay? Und deswegen viele dieser Ausdrücke, wo Menschen Gott nicht verstehen, wo sie denken, ja, Gott hat doch diese Person krank gemacht. Es heißt doch hier, und Gott schlug ihn. Ja, aber das war die Dispensation des Gesetzes und die war unterjocht mit Segen und Fluch. Okay? Jede Dispensation hat seine eigene biblische Sprache und wir hören heute die Sprache der Gnade. Amen. Die biblische Sprache der Gnade. Weil wir müssen halt das auch so betrachten, dass unter dem Alten Testament Gott mehres zulassen musste, weil sie Gesetze gebrochen haben, musste er mehr Unheil eben auch zulassen. Es ist nicht der verursachende Gott, sondern mehr er musste es zulassen aufgrund der Gesetzmäßigkeit in der jeweiligen Haushaltung oder eben Verwaltung. Die letzte Haushaltung des Gesetzes dauerte fast 1500 Jahre und endet mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu endete das Zeitalter des Gesetzes. Ab Apostelgeschichte treten wir in ein neues Zeitalter ein. Es ist die Dispensation oder die Haushaltung der Gnade Gottes ab Apostelgeschichte. Und unterscheidet sich gänzlich von allen anderen Zeitaltern. Sicherlich war Gott auch unter den vorhergehenden Dispensationen gnädig. Doch was jetzt kommt, ist ein Erscheinen der Gnade in einer völlig einmaligen Gestalt. Diese Gnade, die jetzt kommt, die wir jetzt haben, unter der wir jetzt leben, ist nicht dieselbe wie im Alten Testament. Die Gnade, die jetzt kommt, ist eine völlig einmalige Perspektive, ja Person eben Gestalt, die sich von allen anderen Formen der Gnade unterscheidet. Das, was jetzt kommt, ist so neu, dass es sich komplett unterscheidet von allem, was bisher da gewesen ist. Es ist die Person Jesu. Grace has a face. Amen. Fassen wir kurz die Geschehnisse vom Zeitalter des Gesetzes zusammen. Der Same Davids, das Volk Israel, war immer Zielscheibe, um zerstört zu werden. Judenhass und Antisemitismus erscheinen regelmäßig in der Menschheitsgeschichte. Die Menschen, welche in die Bundesbeziehung mit Gott gebracht wurden,
sollten auch sein Zeugnis auf Erden sein. Dass es nur einen wahren und lebendigen Gott gibt. Israels Auftrag war es also, die Erkenntnis Gottes zu bewahren und den Weg des kommenden Messias zu ebnen. Die Unterdrückung durch Pharao und Ägypten galt der Zerstörung Israels und der Erkenntnis Gottes auf Erden. Bis heute wird Israel von seinen Feinden ringsumher bedroht. Zudem verfolgte Satan den Samen der Frau vom Babyalter an, bis sie ihn schließlich ans Kreuz nagelten. Jesus' bittere Verfolgung gipfelte im Höhepunkt seines Todes am Kreuz. Satan dachte, dass die Kreuzigung die Zerstörung des Lebens Christi bedeuten würde, nicht wissend, dass er dadurch den Weg zur Erlösung der Menschheit ebnete. Durch den Tod, wo der Teufel dachte, das ist das Ende jetzt, gewonnen, wurde Erlösung der Menschheit geöffnet. Halleluja. Durch Glauben entsteht jetzt eine Gerechtigkeit, die unzerstörbar ist. Keine Zerstörung und Trennung der Gerechtigkeitslinie ist mehr möglich. Der Same kann nicht mehr zerstört werden. The line of righteous, die Linie, die Bundeslinie, die Blutslinie der Gerechten kann nicht mehr unterbunden werden. Wegen Jesu Tod und Auferstehung. Halleluja. Kein Aufhalten der Erkenntnis Gottes ist mehr möglich wegen der Gemeinde. Gnade und Wahrheit begegnen einander und Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Amen. Man wird poetisch. Der Triumph der Liebe gab dem Menschen die verheißene Erlösung. Die Erfüllung der Verheißung des Samens der Frau. Es ist die neue Dispensation der Gnade. Und wir schauen uns diese Übersicht an, wie wir es immer machen. Wir schauen uns diese sechste Dispensation an. Diese Dispensation der Gnade, diese Übersicht geben wir immer, um dir kurz einfach die wichtigsten Eckdaten zu erklären in diesem heutigen Zeitalter, in dem wir leben. Gnade ist es und die Hauptperson ist Paulus. Okay? Paulus. Denn erst in der nächsten Dispensation im tausendjährigen Reich ist Jesus die Hauptperson. Natürlich ist Jesus auch in dem Sinn die Hauptperson von Gnade. Aber die Offenbarung der Gnade kam durch Paulus zur Menschheit. Okay? Jesus ebnete den Weg, Jesus bahnte den Weg, aber die Erkenntnis kam durch Paulus für die Menschheit. Die Zeit dieser Dispensation, die Zeit dieses Zeitalters dauert vom Pfingsttag. Bis zur Wiederkunft Christi. So lange dauert das und deswegen können wir sagen, seit 2000 Jahren plus andauernd leben wir in dieser Dispensation der Gnade. Mit Abstand die längste. Mit Abstand die längste. Siehst du, fast 1500 Jahre war das Gesetz. Gnade dauert länger. Amen. Weil Gnade größer ist als das Gesetz. Pfingsten bis Wiederkunft Christi bedeutet Apostel, aber Apostelgeschichte 2, Vers 1, bis und mit Offenbarung 19:21, Wiederkunft Christi, so lange dauert das. Das ist der ganze Zeitabschnitt der Bibel. Also wenn das ist, in dem wir jetzt lesen, rate mal, wo du am meisten lesen solltest, da zwischendrin. Da mittendrin sollten wir unser Bibelstudium haben. Okay? Natürlich, ich meine, du weißt, ich predige aus dem Alten Testament extrem viel. Aber vor allem um Bilder und Abbilder und Schatten dir zu zeigen von unserem Herrn und Erlöser. Aber das praktische christliche Leben, das finden wir da zwischendrin und dann vor allem eben auch in den Briefen des Paulus und der anderen. Was ist das für ein Bund? Das ist the New Covenant. Der neue Bund. Es ist ein neuer, komplett neu. Der ist so brandneu, so neu, dass es gar nicht neuer geht. Und das ist kein einfach erneuerter Bund. Ein Haufen Leute behaupten, der neue Bund ist erneuert. Aber streich das R raus. Denn es ist ein neuer. Das R kommt am Schluss.
Okay? Es ist ein neuer Bund, nicht ein erneuerter Bund. Und deswegen ist er unilateral. Das heißt, wir haben nichts dazu beigetragen. Okay? Gott hat selber beschlossen, dass er diesen Bund will, ohne dich zu fragen. So ist er. Dein größter Segen kommt immer dann, wenn er dich nicht fragt. Weil du könntest zu klein bitten. Das ist das Problem. Halleluja. Matthäus 26, Vers 28, dort finden wir eigentlich, das gibt verschiedene Bibelstellen, wo wir den neuen Bund als Hauptaussage finden. Das ist eine der Hauptstellen, aber die schauen wir uns heute nicht an. Person ist Paulus, die Bedingung ist, das ist, was ist die Bedingung? Das Geschenk annehmen. Jeden Tag Geburtstag. Das Geschenk annehmen ist die Bedingung. Was für ein Geschenk. Das ist die einzige Bedingung des neuen Bundes. Es gibt keine Gesetze mehr, die wir befolgen oder halten müssen. Es gibt nur eine einzige Bedingung. Geschenk der Gerechtigkeit annehmen. That's it. Das ist, was wir Glauben nennen. Faith. Okay? Und das drückt sich aus im Evangelium natürlich. Und zwar durch die Gnade Gottes. Also das Evangelium, hör mir gut zu, das Evangelium im neuen Bund ist die Gnade Gottes. Das ist das Gospel. Das Gospel ist die Gnade in Person. Das Lamm Gottes, Jesus. Das sehen wir übrigens auch ganz unten. Das Opfer ist das Lamm Gottes, das ist Christus. Was ist, worin liegt das Versagen in diesem Bund? Weil in dieser Dispensation. In jeder Dispensation gibt es eine Bedingung und man kann diese auch verpassen. Man kann versagen in dieser Bedingung und dann folgt ein Gericht. Was ist das Versagen in dieser Bedingung? Die Ablehnung des Glaubens oder der Gnade. Die Ablehnung des Glaubens und der Gnade Gottes ist das Versagen in diesem Bund. Wenn Menschen den Glauben ablehnen, dann versagen sie. Verstehst du? In anderen Zeitaltern waren es andere Versagen, aber in diesem Bund ist es das Versagen, ich will nichts zu tun haben mit Jesus. Rede nicht mehr von Jesus. Ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Das ist das Versagen. Das ist die persönliche Gegenentscheidung, dass man das Evangelium ablehnt eben. Also gibt es auch ein Versagen in diesem Bündnis und in dieser Dispensation. Und das Gericht in dieser Dispensation ist die Entrückung und die darauf folgende Trübsal. Menschen, die ablehnen, den Herrn und Erlöser in dieser Dispensation, gehen durch das Gericht. Und das Gericht ist 7 Jahre Trübsal. Das ist für die Generation, die dann lebt in am Abschluss dieser Dispensation. Okay? Also, die Entrückung, die Gemeinde wird weggenommen, das ist Teil des Gerichts. Die Gemeinde wird weggenommen und dann kommen 7 Jahre Trübsal und das ist dann der Vorläufer fürs Millennium, also für das 1000-jährige Reich. Und die Menschen, die ablehnen, die werden, in die dann leben, kommen in diese 7 Jahre Trübsal hinein. Das Opfer, wie bereits gesagt, ist das Lamm Gottes, ist Christus. Wenn wir über Grace reden, wenn wir über Gnade sprechen, dann höre ich immer etwas, das bei den meisten Menschen so bekannt ist, dass sie mich immer auf eine Passage in der Bibel ansprechen. Wenn ich also über Gnade rede und den Menschen zeige, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat und das uns in diese neue Dispensation hineingeführt hat, in die Gnade, dann ist immer gleich die erste Reaktion ist, ja, aber was ist mit Matthäus 5,17? Jesus sagte doch, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Warum betrachtest du diese Dispensation der Gnade als einen völlig neuen Bund und nicht als ein erneuerter Bund oder eine Erneuerung und Weiterführung des Gesetzes hinein eben ins Neue? Warum ist das nicht ein erneuertes Bündnis, das das Alte mitzieht? Denn Jesus sagte ja, gemäß Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Also das ist die Hauptfrage, die mir immer wieder gestellt wird. Diese Passage, die sich dort entwickelt in Matthäus 5, das ist das, was ich vom Theologen bis zum Laien hinhöre.
Es ist interessant, dass der Theologe diese Bibelstelle kennt, ist eine Seite. Aber die viele Laien kennen diese Stelle auch. Okay? Und kennen eben diese Stelle fast besser als noch andere Stellen. Okay? Also wollen wir eigentlich das für ein und alle Mal klären, was das bedeutet, wenn Jesus eben das anspricht. Und wir wollen zuerst lesen aus der Schlachterübersetzung, und zwar Matthäus 5, die Verse 17 bis Vers 19. Siehst du, diese Stelle hier. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Das sind die Worte von Jesus. Und das hörst du, wenn du sagst, du gehst in die Grace Family Church. Es ist interessant, wie auch Laien diese Stelle kennen. Und sagen, ja, aber Jesus hat doch gesagt, wer eins von diesen kleinsten Geboten aufhebt und auflöst, der ist der Kleinste im Himmelreich. Ihr hört einen Prediger zu, der der Kleinste sein wird in Zukunft. Siehst du diese Stelle? Die wird immer erwähnt. Die wird immer kommen. Denkst du, wir sollten das ein für alle Mal lösen? Okay. Und wir lösen es auch heute. Und wir lösen es anhand eines Hilfsmittels. Kennst du die Technik von Mindmap? Mindmap. Okay. Zeig Ihnen mal mein Mindmap. So studiere ich die Bibel. Das ist ein sogenanntes Mindmap. Und Mindmap ist, man benutzt es, um etwas zu erklären und sich daran zu orientieren. Okay? Und so sieht mein Mindmap aus von Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Und ich nenne es Glühbirne. Ganz genau, weil ich will, dass dir ein Licht aufgeht. Okay? Also müsst ihr jetzt noch nicht alles lesen, weil das ist jetzt mein Teil. Ich bin der Lehrer. Okay? Also folge mir jetzt einfach Schritt für Schritt und dann ist es am einfachsten. Okay? Also noch nicht gleich alles lesen und sonst lassen wir die Katze zu früh aus dem Sack. Okay, das ist mein Mindmap. Und das sind dieselben drei Verse, 17, 18, 19 von Matthäus. Und wir wollen das jetzt wie ein Chirurg präzise und genau sezieren. Okay, und deswegen fangen wir an mit Vers 17, wo es heißt, wo Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen. Und das ist meine erste Glühbirne. Zu wem redet Jesus? Nicht zu Christen. Amen. Jesus redet nicht zu Christen, denn da ist er mitten in der Diskussion mit den Pharisäern. Also das ihr bezieht sich auf die Pharisäer. Amen. Also ihr bedeutet nicht ihr gläubigen Christen von dort und dort, sondern ihr Pharisäer sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten, zu dem komme ich gleich, aufzulösen. Und jetzt kommt die berühmte Aussage, I am. Ich bin. Jesus klärt seine eigene Beziehung zum Gesetz, nicht die unsere. Hörst du mir zu? Jesus klärt mit Ich bin. Ich bin. Und jetzt hier ist natürlich ein Negativ drin, weil er sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also Jesus mit der Aussage Ich bin und vorher sagt er, ich, dass ich gekommen sei. Ihr sollt nicht meinen, dass ich. Jesus klärt seine eigene Beziehung zu dieser Geschichte hier, nicht deine und meine.
Amen. Das ist das berühmte I am, ich bin. Und das gibt es eben auch im Negativen. Nun, für uns wird es natürlich positiv, aber er sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und das Wort erfüllen ist das griechische Wort plero. Und das bedeutet zu Ende bringen, beenden und die Prophetie zu erfüllen. Das ist, was plero bedeutet. Plero bedeutet zu erfüllen, was im Alten Testament durch die Propheten vorausgesagt wurde. Deswegen erwähnt er im Vers 17 das Gesetz oder die Propheten. Jesus erfüllt die Propheten, nicht die rabbinische Auslegung des Talmuds der Pharisäer. Weil es ist immer wichtig, wer zu wem redet. Okay? Das ist immer ganz wichtig. Das lernen Sie in der Bibelschule. Also morgen kommt ihr alle in die Bibelschule. Besuchstag. Und dann melden sich alle gleich an. Das ist das, was in der Bibelschule Hermeneutik lernen. Okay? Wer spricht zu wem? Das ist das Entscheidende. Also wenn Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, um aufzulösen, sondern zu erfüllen, und er ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, dann meint er kam nicht, um ihre Forderungen. Der Pharisäer, die sie denken, so müsste das Gesetz erfüllt werden, erfüllt, sondern er erfüllt die Tora. Jesus erfüllt das Gesetz Mose und nicht den Talmud, weil das ist immer der Clash. Das Leben Jesu ist der Clash, der Kampf zwischen der rabbinischen Auslegung, welche durch den Talmud geschieht, das ist übrigens die jüdische Bibel, okay? Und der Kampf, wo Jesus sagt, nein, es ist das reine Gesetz, verändert es nicht. Jesus kam, um das reine Gesetz zu erfüllen. Deswegen erwähnt er die Propheten. Okay, also das ist Vers 17. Da haben wir mal eine schöne Ausgangslage, wo wir jetzt mal wissen, dass Jesus kam, um die Prophetie zu erfüllen und dass er dazu bestimmt wurde. Und dadurch bringt er eben etwas zu Ende. Ja, aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Ja, das stimmt, aber Jesus hat zu Ende geführt. Deswegen sagt er im Römer 10, Christus ist das Ende des Gesetzes. Halleluja. Jesus hat beendet durch sein Kommen. Er hat nicht aufgelöst, er hat beendet. Das ist ein Unterschied. Amen. Das ist ein Unterschied. Halleluja. Du beendest etwas. Man beendet eine Situation. Man kann sie doch nicht in Luft auflösen. Ein Boxkämpfer im Ring. Mit K.O.-Schlag beendet er den Kampf. Der kann nicht sagen, Simsalabim, und weg ist der andere. Er beendet etwas. Okay? Und das ist Jesus gekommen. Jesus hat nicht aufgelöst, er hat beendet. Erfüllt und beendet. Und jetzt in Vers 18. Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Warum erwähnt Jesus das Strichlein, das Jota? Das ist das berühmte I-Tüpfelchen. Je nach Übersetzung wird das dann so auch gezeigt oder gesagt. Wenn Jesus sagt, es wird nicht ein einziges Strichlein, kein einziges I-Tüpfelchen, denn die Wörter und die Buchstaben im Gesetz haben Tüpfelchen zum Teil. Okay? Strichen, Krönchen. Wirklich, no joke. Die hebräischen Buchstaben. Okay? Und das spricht er hier an. Also er spricht das Kleinste an, das kleinste Strichlein beim Buchstaben Jod. Das kleinste Strichlein dort beim Jod. Warum erwähnt er das Jod also, das Strichlein? Weil die Pharisäer durch ihre vielen Hinzufügungen das reine Gesetz Mose zerstörten. Deswegen erwähnt er das. Jesus akzeptiert nämlich nur die Tora und auf gar keinen Fall das pharisäische Gesetz des Talmuds. Jesus spricht hier die an, die er in Vers 17 erwähnt, ihr, die Pharisäer.
die Pharisäer mit ihrer Auslegung des Talmuds veränderten die reine Tora von Mose so stark, dass es gar nichts mehr mit dem reinen Gesetz zu tun hatte. Es gibt das vierte Gebot von Mose, heißt, du sollst den Sabbat halten, du sollst den Sabbat ehren, heiligen. Und der Talmud hat 1500 Gebote aus dem gemacht. Das ist der Talmud. Und Jesus sagt, nein, nicht ein einziges Strichlein von der Tora wird vergehen. Damit spricht er an, was sie aus der Tora gemacht haben. Nicht, was wir halten müssen. Denn Jesus hat ja erfüllt. Und dann, Vers 18, wer nun eines von diesen, wer ist wer? Die Pharisäer. Siehst du? Wer, Vers 19 beginnt mit wer. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, das sind die Pharisäer. Das ist nicht der Gnadenprediger aus dem Jahr 2018. Das ist nicht Joseph Prince? Amen. Das Wer sind die Pharisäer, weil er spricht ja zu dem Ihr. Das sind ebenfalls die Pharisäer. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, das Gesetz endet nicht zu Lebzeiten des Messias, sondern erst mit seinem Tod. Siehst du, Jesus spricht hier das an, um was es eigentlich in diesem Vers geht. Er sagt, solange ich lebe, gilt das Gesetz. Das Gesetz wird erst aufgehoben und erfüllt und beendet, wenn er stirbt. Solange er lebt, ist es effektiv, ist es wirksam. Deswegen sagt er, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, nein, Jesus beendet es, niemand anderes. Okay? Der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Wenn die Pharisäer Anteil am Reich Gottes haben wollten, müssten sie das Gesetz ohne ihre Zusätze und Veränderungen tun und lehren. Das ist, was Jesus hier meint. Wer sie aber tut und lehrt, siehst du, wer sie tut und lehrt, bezieht sich nicht auf heute. Und ganz ein Haufen Leute sagen, ja, aber Jesus sagt im Vers 19, wer das Gesetz tut und lehrt, der wird groß genannt werden. Und sie beziehen es auf heute. Und das ist der Fehler. Jesus bezieht das ebenfalls auf die Pharisäer und auf ihre vielen Hinzufügungen. Weißt du, Jesus spielt da immer ein wenig mit den Pharisäern. Ihm ist natürlich auch klar, dass auch sie es nicht halten können und zu Ende führen können oder perfekt halten und lehren können. Aber er begräbt sie so stark unter den kompletten, hundertprozentigen Forderungen des Gesetzes. Er begräbt sie, er deckt sie so zu, dass sie eigentlich selber irgendwann die weiße Fahne schwingen sollten und sagen müssen, das schaffen wir nicht. Okay? Und deswegen deckt er sie so hier zu. Okay? Also siehst du, der ganze Kontext, und dann im nächsten Vers würde noch kommen, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen, das ist alles im Zusammenhang. Du siehst im gesamten Kontext von Matthäus 5, das ist nicht zu Christen gesprochen, das ist nicht zu dir gesprochen, das bedeutet nicht, dass wir das Gesetz noch zusätzlich einhalten müssen, das hat einen völlig anderen Kontext. Weil du musst dich immer fragen, wer redet zu wem. Okay? Halleluja. Das ist mein Mindmap. Okay? Und das tun wir aufs Internet, das tun wir auf die Webpage, auf die PDF-Zusammenfassung, sodass du dir das Mindmap einfach ausdrucken kannst und immer dabei haben kannst. Amen. Weil die Frage wird kommen. Okay? Die Frage wird kommen. Praise the Lord. Amen. It's all about Jesus. Siehst du die Glühbirnen? Da gehen uns Lichter auf. Amen. Halleluja. Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen. Und jetzt sind wir unter dem neuen Bund der Gnade. Das Gesetz ist beendet. Also wenn etwas beendet wird, muss etwas Neues kommen. Amen.
Was ist das Neue? Grace. Grace ist das Neue. Und was ist das Wunderbare? Du kannst mir das letzte Bild zeigen. Was ist das Wunderbare an der Gnade? Die Age of Grace, das Zeitalter der Gnade, spiegelt sich so. Mit dem Kommen Jesu erschien die Gnade in einer völlig einmaligen Gestalt, die sich von allen anderen Formen der Gnade unterscheidet. Halleluja. Wenn wir über Grace reden, dann reden wir nicht über die alttestamentliche Grace, sondern immer über die Person von Gnade, über das Neue, das gekommen ist. That's the age of grace. Das ist das Zeitalter, die Dispensation der Gnade. Mit dem Kommen erscheint etwas völlig Neues. Völlig, völlig neu. Eine neue Gestalt, eine neue Form der Gnade. Halleluja. Sie unterscheidet sich von allen anderen und vorhergehenden Formen, die es je von Gnade gegeben hat. Halleluja. Das ist der Herr. It's all new. Amen. Jesus hat alles neu gemacht. Jesus hat alles neu gemacht. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist die: Why? Warum Gnade? Why grace? Warum Gnade? Warum Gott? Das ist so ein Hiobsausdruck. Why? Warum? Und die Frage stellen wir uns auch in derselben Emotionalität und mit derselben Passion. Why grace? Warum Gnade? Und weißt du, wie lange predige ich schon Gnade? Nicht erst seit gestern, stimmt's? Oder vorgestern, schon ein paar Jahre. Und ich dachte wirklich nicht, dass mir der Herr etwas Neues gibt. Aber der Herr schafft es immer wieder, dich zu überraschen. Amen. Amen. Und das ist das Wunderbare, ist unerschöpflich. So, hier ist etwas Neues. Amen. Why grace? Kannst du mal mit mir sagen, warum? 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 Wir können sagen, warum Gott bist du so gut? Why? Die Antwort liegt in Lukas 4, Vers 18 und 19. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist bei mir oder auf mir. Darum, dass er mich gesalbt hat. Wir lesen nicht alles, sondern wir nehmen den ersten und den letzten Teil. Mit anderen Worten, und je nach Übersetzung, Schlachter oder Elberfelder oder was auch immer, die Hauptaussage ist am Anfang hier vom Vers 18, the Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das steht, wir nehmen hier die Luther-Übersetzung. Aber je nachdem, meistens nehmen wir die Schlachter. Okay? Stimmt das? Steht das in deiner Bibel so? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Okay? Das ist die klassische Übersetzung aus der Schlachter. Also, das ist unsere Ausgangslage. The Spirit of the Lord is upon me. Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir. Hier in der Luther heißt es darum oder eben weil er mich gesalbt hat. Hat der Geist Gottes Jesus gesalbt? Yes. Und jetzt kommt eigentlich zuerst das Resultat, was diese Salbung bringt. Blinde werden sehend, zerbrochene Herzen werden zusammengefügt, werden geheilt. Okay? Zerschlagene werden heil. Das ist eigentlich erst das Resultat, jetzt, was hier kommt. Okay? Aber was uns noch viel mehr interessiert, ist Vers 19, weil nachher fügen wir Vers 19 und Vers 20, Vers 18 und Vers 19 zusammen. Okay? Vers 19. Und zu verkündigen oder um zu verkündigen, okay, das Gnadenjahr des Herrn. In der Schlachterübersetzung heißt es das angenehme Jahr des Herrn. Okay, das angenehme Jahr des Herrn. Stimmt das? Steht es, der letzte Teil vom Vers 19 in deiner Bibel?
steht das angenehme Jahr des Herrn ist das Jubeljahr. Und das Jubeljahr bezieht sich auf Alt Testament, Jubilee, das ist ein Typus für die neutestamentliche Gnade, die Israel erfahren konnte, immer im 50. Jahr. Da wurden nämlich alle ihre Schulden getilgt, Sklaven wurden die Freiheit geschenkt, Menschen hatten wieder Rückerstattung von ihrem Besitz, Schulden wurden ausgelöscht, jedes 50. Jahr, Jubeljahr, Jubiläe. Das ist das angenehme Jahr des Herrn. Und in der Luther-Übersetzung heißt es eben, um zu verkündigen, das ist der letzte Teil von Vers 19, um zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Okay? Also das angenehme Jahr oder das Gnadenjahr ist Grace. Ist die Botschaft der Gnade. Stimmt? Also wenn wir jetzt Vers 18 und Vers 19 einfach zusammensetzen, sagt Jesus Folgendes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Gnade zu verkünden. Amen. Jesus war nur gesalbt, um Gnade zu predigen, nichts anderes. Und jetzt hör mir gut zu. Du und ich heute sind ebenfalls nur gesalbt, um Gnade zu predigen. Wir sind für nichts anderes gesalbt. Der Heilige Geist ist für nichts anderes auf uns, außer für die Botschaft der Gnade. Und wenn wir versuchen, etwas anderes zu predigen, dann ist keine Salbung mehr da. Man kann natürlich schon Vorträge halten. Aber es ist keine Salbung mehr da. Denn wir haben denselben Heiligen Geist wie Jesus. Amen. Sagt Paulus nicht auch, dass wir berufen und gesalbt worden sind zum Dienst? Wir haben denselben Heiligen Geist wie Jesus hatte. Derselbe Heilige Geist ist auf dir und mir, wie er auf Jesus ist. Dieselbe Salbung ist auf mir, wie die auf Jesus war. Weil ich dieselbe Gunst habe und dieselbe Gnade habe, wie Jesus sie hatte. Weil ich ebenfalls dieselbe Gerechtigkeit habe wie er. Weil ich dieselbe Heiligkeit habe wie er. Amen. Siehst du, was er hat, habe ich. Hast du. Also wenn das heißt, der Geist des Herrn ist auf mir. Kannst du mir zurückswitchen zur Schlachterübersetzung? Der Geist des Herrn ist auf mir und hat mich gesalbt, um das Gnadenjahr zu verkündigen. Dann bedeutet das, dass wir für nichts anderes gemacht wurden, als für Grace. Denn Paulus sagt, siehst du hier, Schlachter, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Zwischendrin sind nur die Resultate, was das bringt. Okay? Schau mal, was Paulus sagt im 2. Korinther, im 3. Kapitel um Vers 6. Gott hat uns tüchtig gemacht, tüchtig, fähig, able, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, also nicht des Gesetzes, sondern New Covenant, neuer Bund. Denn der Buchstabe tötet, das Gesetz tötet, der Geist macht lebendig. Du bist tüchtig gemacht worden. Wir sind fähig gemacht worden, das zu predigen. Neues, New Covenant, neuer Bund, und das ist Gnade. Wenn wir versuchen, irgendetwas anderes zu predigen, versagen wir. Wenn du versuchst, etwas anderes zu verkündigen, wenn wir versuchen, die 10 Gebote zu predigen, versagen wir. Weil wir sind nicht fähig gemacht worden, um das Gesetz zu predigen. Wir sind nicht einmal fähig gemacht, um die 10 Gebote zu predigen. Wir sind fähig gemacht, befähigt, um nur Gnade zu predigen wie Jesus. Aber jetzt schau dir das an. Bereit für das Schlussbuch? Gott ist ein kluger Gott.
He's smart. Er ist nicht wie wir, da macht er mal etwas und dann überleitet er sich, wie geht das zusammen? Nein, er macht alles bei Purpose, alles beim Plan. Jetzt hör mir gut zu. Meine Frage ist, why grace? Warum Gnade? Wir haben gesehen, dass der Verkündiger gesalbt ist, der Prediger ist gesalbt, Gnade zu predigen. Und auch hier stelle ich mir wieder die Frage, why? Why? Warum? Warum soll der Prediger nur dieselbe Gnade predigen, wie Jesus sie gepredigt hat? Why? Weil Gott klug ist. Gott hat dich nicht designt, noch gemacht, um irgendetwas anderes empfangen zu können. You are made for grace. Du bist für Gnade erschaffen. Du bist für Gnade gebaut. Du bist für Gnade gemacht worden. Du kannst gar nichts anderes empfangen als nur seine Liebe. Halleluja. Halleluja. Gott schuf den Menschen. Gehen wir zurück ins Zeitalter der Unschuld. Gott schuf den Menschen. He created man. Und Gott schuf den Menschen mit dem Grundplan. Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Und ich mache sie für meine ganze Liebe. Du wurdest für nichts anderes gemacht als nur für Gnade. Deswegen sollte der Prediger nichts anderes predigen als nur Gnade. You're made for this. Du bist gemacht für dieses Zeitalter. You're made for grace. Für nichts anderes. Wow. Warum heißt es im 1. Korinther, Zungenreden geht weg, Weissagen wird vergehen, aber Liebe bleibt für immer. Weil du so designt bist, so gemacht wurdest, deine Konstellation und Zusammensetzung deiner Seele, deines Körpers und deines Geistes wurde zugeschnitten auf Gottes Liebe hin. Das ist das Einzige, was du im Übermaß verträgst. Liebe. Alles andere hat Nebenwirkungen. Alles andere schadet irgendwann. Hör mir gut zu. Selbst das Neutrum, sage ich jetzt mal, oder das Neutrale, zu viel Wasser bringt dich irgendwann um. Okay? Stimmt? Zu viel Wasser. Wenn du denkst, du kannst fasslos Wasser trinken. Fass und maßlos Wasser trinken, wirst du es nicht überleben. Dein Körper wird sterben. Und ich meine, Wasser ist lebensnotwendig, stimmt? Ohne Wasser kein Leben, das ist noch das, was sie suchen im ganzen Universum. Planet, wo Wasser hat. Okay? Und nur so gibt es Leben. Wasser ist absolut essentiell, absolut matchentscheidend. Aber auch das zu viel killt dich. Aber zu viel Gottes Liebe bringt dich niemals um. Amen. Weil du genau für das gemacht wurdest. Dein Inneres, dein Geist, dein Wesen kann so viel Liebe Gottes aufsaugen, erfassen, dass das der Weg der Ewigkeit ist. Dass das ist, was wir in Zukunft tun werden. Liebe, Glaube und Hoffnung wird bleiben. Amen. Gott machte dich für Liebe. Amen. Und Gnade ist einfach eine praktische Art und Weise, wie auch Liebe ausgedrückt wird, nebst all der unverdienten Gunst, die damit kommt. You're made for this. Warum schaden wir uns selber? Amen. Warum schaden wir uns selber und wir denken, wir brauchen das noch? Und wir brauchen das noch für die Balance. Pastor Erich, du musst immer in der Balance bleiben. Ausgewogen. Ausgeglichen bleiben. Gott hat uns so gemacht. Er weiß, was unser bester Ausgleich ist. Gnade ohne Ende.
Das ist der beste Ausgleich. Gnade ohne Ende. Amen. Halleluja. Und das ist übrigens sehr positiv. Gnade ohne Ende. Weil genau so ist Gott. Amen. Ja, aber halt es in der Balance. Weißt du, musst irgendwie immer irgendwie. Man kann, was man tun kann, ist, ich meine, die sieben Dispensationen sind gnadeorientierte Botschaften. Verstehst du? Wir rollen das Ganze auf, immer aus der Perspektive der Gnade. Man kann gnadenorientierte Botschaften predigen. Okay? Dann ist es absolut richtig. Aber das Kernelement muss immer die Botschaft der Gnade sein. Halleluja. Weil zu dem hat er uns gemacht. Zu dem hat er uns tüchtig gemacht. Zu dem hat er uns fähig gemacht, uns Prediger. Weil Gott weiß, Menschen empfangen durch Prediger. Wie wollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Das ist Römer 10. Wie wollen sie den anrufen, von dem sie nichts wissen, weil sie vorher noch nie von ihm gehört haben? Das ist Römer 10. Faith comes by hearing. Glaube kommt durch das Hören. Und es ist eben unbewusster Glaube. Unconscious faith. Unbewusster, ich sag mal so, automatischer Glaube kommt, wenn du die richtige Botschaft hörst. Glaube ist da, wenn du Gnade hörst. Denn in dem Moment, wo du auf seine Gnade schaust, sieht er deinen Glauben. Du und ich sind gemacht für Gnade only. Schau an, das ist doch die Kernaussage von Johannes 1, 16. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Grace upon Grace. Gnade um Gnade. Was ist die Fülle? Gott wusste exakt, was du empfangen kannst. Deswegen rüstet der Prediger aus mit seinem Geist, salbt sie mit der Botschaft der Gnade, weil Gott weiß, dass du nur Gnade empfangen kannst. Halleluja. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Empfangen. Empfangen, receive. Grace upon grace. Wow. Why grace? Weil das ist es, was du empfangen kannst. Amen. Das ist es, wofür wir gemacht sind. Wow. Halleluja. Wir sind nicht für Gottes Zorn gemacht. Wir sind nicht fürs Gesetz gemacht. Gott machte uns nicht einmal für die 10 Gebote. Die 10 Gebote waren nie Gottes Hauptagenda oder Hauptplan. Wir haben das letztes Mal angeschaut. Das war in der Dispensation des Gesetzes notwendig, um sie abzusondern aus einer Epoche von Astrologie und Götzendienst und Vielgötterei, um ihnen einfach Vorschriften und Regeln zu geben in dieser Zeit. Und trotzdem hätten sie den Abrahamsbund priorisieren sollen. Trotzdem hätten sie sich weiterhin tragen lassen sollen auf Adlersflügeln. Aber ihre Reaktion war die andere. Wir können schon tun, was du uns sagst. All das haben wir letztes Mal angeschaut. Deswegen hör das letzte Mal, dann hast du Gesetz und Gnade in diesem perfekten Spiegel. Und heute wissen wir, warum wir Gnade haben. Warum wir für das geschaffen worden sind. Weil du bist am empfänglichsten für die Liebe Gottes. Gott kann nur Fülle in uns hineinlegen und in uns hineinschütten durch seine Gnade. Wenn wir etwas anderes hören als Gnade, haben wir keine Fülle in unserem Leben. Alle reden von der Fülle, Fülle. Wir wollen mehr Fülle Gottes. Check your preaching. Prüfe das, was du hörst. Prüfe das, was du predigst. Fülle kommt durch Gnade um Gnade, um Gnade um Gnade. Und das ist wie eine Welle nach der anderen. Denn die kommt und geht 24 Stunden lang. Amen. Du sagst, wow, das ist gewaltig. Ich bin für das gemacht. Ganz genau. Denn wenn du für das gemacht bist, passiert Galater 3,5 in deinem Leben. Überleg doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Weil du Regeln hältst? No!
Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wunder! Eingreifen Gottes. Gunst, Schutz, Bewahrung geschehen automatisch durch seine Wunderwirkung. Einfach weil du die Botschaft hörst, für die du gemacht wurdest. Weil das tut etwas in deinem Spirit. Amen. Gott lässt Wunder unter uns geschehen. Kannst du mir kurz die Schlachterübersetzung von Galater 3, Vers 5 geben? Gott lässt Wunder unter uns geschehen. In der Schlachterübersetzung heißt es, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Kräfte in uns wirken lässt. Machst du da etwas oder passiert das einfach? Das passiert. Machst du etwas, damit du Gunst bekommst? Nein. Machst du etwas, damit du Schutz bekommst? Nein. Machst du etwas, damit du Bewahrung bekommst? Nein. Das passiert. Diese Kraft wirkt in uns, nicht weil wir das Gesetz halten, sondern weil wir die Botschaft hören. Die Botschaft vom Glauben. Weil das Wort Verkündigung ist das griechische Wort hören. Akoe, das griechische Wort für hören. Passiert das einfach in uns, wirkt etwas, weil wir etwas halten, weil wir uns etwas verdienen, weil wir das Gesetz erfüllen oder einfach weil wir hören. Weil wir hören. Und dann ist eben alle Ehre ihm. Amen. Du kannst von dir gar nichts mehr sagen. Du sagst nur, ich habe gar nichts getan, habe nur zugehört und alle Ehre geht zu ihm. Ja, aber wir haben im richtigen Moment investiert, richtig investiert. Zu viel Ehre für dich. Alle Ehre gehört ihm. Amen. Schau mal, dieses Wort Kräfte, das ist das griechische Wort Dynamis. Dynamis. Das kennst du das Wort? Dynamis. Dynamis. Dynamo. Dynamit. Das ist Dynamis. Das griechische Wort für Kraft ist hier Dynamis. Und Dynamis ist eine innewohnende Kraft. Und das Wort Wirken ist Energeo oder Energia. Das sind die zwei Hauptausdrücke für Gottes Kräfte. Es gibt noch ein drittes, Exousia. Aber das hier ist Dynamis und Energia. Und das sind die zwei Hauptausdrücke. Und Energia, und das ist das Tolle dabei, Energia ist Wirkung. Ein Aktivsein. Du kannst es so lesen. Der euch nun den Geist darreicht und innewohnende Kraft in dir aktiv sein lässt. Wie macht er das? Einfach, weil du das Richtige hörst. Einfach, weil du das Richtige hörst. Weil die, siehst du, die Dynamis, diese Kraft, wird gespiesen von der Energia. Denn die Kraft der Energia kommt durch Gottes Wort und speist Dynamis. Es ist wie ein Dynamo. Dynamo, siehst du diese Velodynamo? Stimmt's? Muss gespiesen werden. Der muss eine Quelle haben. Die Quelle ist Energia. Diese Quelle speist die in uns wohnende Dynamiskraft. Dieser Dynamo treibt und läuft und dreht und dreht und dreht, weil die Energeo, die Energie, kommt von Gottes Wort. Halleluja. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir das Richtige predigen. Denn Gottes Wort ist Grace. Halleluja. Und wenn wir jetzt Gottes Wort und Gottes Gnade predigen und diese Energie in dich hineinfließt, dann dreht und dreht und dreht dieser Dynamo. Wie dieses Fahrrad auf diesem Teststand. Der Dynamo Dynamot. Weswegen? Weil da hinten ein Antrieb ist. Und dieser Antrieb läuft automatisch, automatisch und der Dynamo dreht. Und dieser Antrieb ist Gottes Wort in unserem Leben. Aber es ist eben nicht einfach ein Wort. It's the word of his grace.
Denn das ist, was Paulus sagte. Ich traue euch und vertraue euch jetzt an dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat. Amen. Dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat. Apostelgeschichte 20, Vers 24, glaube ich. Wir finden es gleich heraus. 32. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Halleluja. Dieses Wort der Gnade hat Kraft. Und es ist automatische Kraft, wo du nichts tun musst, wo einfach es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Gottes Plan ist für die Age of Grace, für das Zeitalter der Gnade ist, hör mir zu, hör mir zu, hör mir nochmals zu. Mein Sohn, neige dein Ohr zu meinen Worten. Hör mir zu und hör mir nochmals zu. Und lende mir leihe mir dein Ohr. Leihe mir und neige dein Ohr. Neige deine Lauscher. Hör zu, hör zu, hör zu. Und das baut dich so aus, wenn du da draußen jemanden triffst, der noch nie vom Zuhören gehört hat, wird der dir zuhören, weil du zuerst zugehört hast. Weißt du, es kann gut sein, dass dir niemand zuhört, weil du nicht zuhörst. Aber das können wir doch so einfach ändern. Leute hören dir zu, wenn du zuhörst. Amen. Wow. Halleluja. Das ist die Kunst des Hörens. Aber die Kunst des Hörens ist so einfach, wenn man das Richtige hört. Halleluja. Amen.